Und wir werden auf die Pakete, die wir bisher beschlossen haben und die jetzt ja alle erst zum Teil umgesetzt werden, noch sicher weitere hinzufügen. Man sieht schon jetzt, was das für Folgen hat. Die Börsenkurse sind in Russland eingestürzt. Man sieht, dass das die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes erheblich beeinträchtigt. Und das muss auch die klare Botschaft sein.